Servus und habi dir, willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ja, redst du nicht alle so viel? Gerade wenn es alle starten, ne? Auf jeden Fall, ich habe jetzt alles. Boah, ich geh's da rüber, Mann! Also, ich habe jetzt alles soweit verkauft. Ja? Wir werden jetzt nochmal ganz kurz zum Händler schauen. So, dann jetzt können wir wenigstens normal reden. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall die Rohstoffe wieder ein bisschen verkauft. Ich habe jetzt einmal nachgeschaut. Ja, wir haben da verschiedene Linsen. Ne? Die sollten wir schon ein bisschen behalten, sage ich jetzt einmal, weil so viele Sandsemine, was ich habe. Wir waren auf jeden Fall bei 100, ich bin jetzt bei 68 wieder. Vielleicht sollte man doch nicht alles sammeln, Leute. Ja, so blöd wie es klingt, weil natürlich da die Plätze dadurch voll werden. Ja. Ich glaube, Holz haben wir jetzt erstmal genug. Sollten wir jetzt erstmal nicht mehr sammeln. Ja? Von dem her heben wir uns das lieber mal so allgemein für die Tiere auf. Ja? Aber, ihr habt gesehen, wir können jetzt uns nur ein paar Sachen kaufen. Und zwar, kann man uns natürlich die leichten Sachen kaufen, können wir irgendwann später machen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir ein bisschen ausgerüstet sind. Von dem her, da ich schon auch gerne auf die schweren Sachen gehe. Und vor allem, also, weiß ich nicht, das ist irgendwie so, wenn man denkt, okay, gut, ich habe wahrscheinlich noch keine Effekte, ne? Auf das hätte ich Bock, weil man da halt einfach Schutz vor Feuerschaden hat. Was, glaube ich, echt nicht verkehrt ist. Warum auch immer man da Schutz vor Feuerschaden hat, wenn man fast nicht begleitet ist. Braucht man aber ein Stürmerherz. Ja? Und das finde ich eigentlich auch schon mal geil. Obwohl, da kann es noch besseres geben. Das da. Und zwar gegen Eis. Diese ganzen Vögel und alles, die machen halt echt gut Eisschaden und das ballert bei mir ordentlich rein. Von dem her werde ich mir das definitiv kaufen und zwar jetzt. Ja? Zack. Die haben wir aber jetzt noch nicht ausrüsten. Ist auf jeden Fall schwer, das ist gut. Die Nora-Rüstung haben wir schon, die haben wir ja eh gerade an. Nora-Beschützer. War auch gut. Aber, naja, gut, ist halt schützt, der metallen überzogene Brustplatte schützt bei Nahkampfangriffen. Ja, Die war auch gut. Aber da fehlt mal sowas ein bisschen von den Effekten her. Irgendwann werden wir es uns alle mal holen. Aber müssen wir noch ein bisschen warten. Brüllrücken müssen wir noch mal ein Herz besorgen. Und das war natürlich auch noch was gegen Schock, ne? Ja, das war, glaube ich, auch noch ganz gut. Die werden wir uns auch noch holen. Zack. Dann haben wir es zumindest. Jetzt haben wir natürlich nur hier das Problem. Also hier das, nein, das haben wir nicht auch. Wo ist denn mein, muss natürlich jetzt in mein Inventar gehen. Und zwar hier, Outfits. Wir haben hier die Möglichkeit, ich muss da herstellen gehen, dass wir hier mal diese Sachen raushauen. Na, ihr habt natürlich mehrere gegen Blitz und gegen Eis. Grundsätzlich geil, aber ich werde wahrscheinlich nur mal modifizieren. Und zwar werde ich den Schock raushauen. Und nochmal einen neuen neu basteln. Und, ja gut, obwohl, gegen Schock, ne? Da hätten wir natürlich Eisschutz und, ja, ist plus 27. Pass auf, den der mal neu. Dann der mal den raus. Und der mal hier vielleicht Schockschutz, ne? Da hätten wir nämlich auch einen Schockschutz dabei. Zwar nicht so viel. Schwierig. Na, macht man den doch nur mal neu. Passt soweit. Aber auf jeden Fall haben wir da jetzt ein bisschen am besseren reingehauen. Da waren wir natürlich für die Eisjägerin. War natürlich geil, wenn wir da nur ein bisschen mehr reinballern hatten. Hier, das zum Beispiel. Eisschutz. Für unser Verderbnis, da hätten wir nur Schock. Haben wir gerade nichts. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Hier, ne? Jawohl, dabei kann man es. Na, passt. Alles gut. Ich habe gerade laut überlegt. Alles gut. Hier gibt's nur die besten Waren. Sie selbst. Boah, bitte, ich muss da rausgehen. Ich quatsch die ganze Zeit durcheinander. So. Also, wir haben jetzt gesagt, mit der mal. Boah, bitte, halt die Klappe. Das ist ja schrecklich. Oh, danke. Wir werden jetzt mal diese Schreine mal besuchen. Ich habe nur die besten Waren. Nur am Quatschen, ey.
So, und zwar müssen wir jetzt diese Schreine suchen. Der erste ist gleich da hinten. Okay, haben wir die Quest einfach auch schon mal abgeschlossen. So, laufen wir gleich mal über die Brücke. Jetzt können wir natürlich dann einmal überlegen, dass wir uns einmal ein Tier besorgen, so ein Reittier. Dann sind wir natürlich wesentlich schneller unterwegs. So, das Einzige, was ich jetzt noch aufsammeln werde, ist auf jeden Fall die Gesundheit. Ja. Das braucht man definitiv nur. Was? Gleich mal soweit alles wieder auffüllen. So. Frischer geht's. Frischer geht's nicht. Na, und die Blume müssen wir uns jetzt echt erst einmal. Die müssen wir jetzt echt erstmal lassen. Wahrscheinlich kommt es dann dazu, wenn wir dann mehrere Pfeile machen. Leute. Aber so weit sind wir noch nicht in der Story. Deswegen sollte man jetzt langsam echt mal in der Story vorankommen. Ansonsten haben wir immer dieses Problem, dass wir mit den ganzen Blumen nichts anfangen können. Ne? Wisst ihr, was ich meine? So. Gut, Lagerfeuer entdeckt. Was ist das Lagerfeuer? Da ist eine Heilpflanze, die nehmen wir definitiv mit. Stürmer, na, von dem brauchen wir ein Herz nur. Okay. Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Wir gleich mal, das haben wir mehrere. Wir brauchen die Herzen. Aloe sowieso. Lohn sowieso. Aber Herzen waren gut. Einfach aus dem Grund, damit man mir dieses Outfit freischalten kann. Das wo gut ist gegen Feuerschaden. Ne? Aber leider. Ja, Maschinenausbeuterkiste hat er dabei gehabt. Das ist die Frage, was da drin ist, ne? Ah, leider kein Herz. So, das müssten wir auf jeden Fall mitnehmen. Achso, nein, hätte man nicht mitnehmen müssen. Ah, so, hier geht's weiter. Es muss der Sonnensteig sein, den der Vanuk bemalen will. Ja, oder was? Ja, darf es weiterleben, ich muss nämlich dann auf. Tatsächlich. Also irgendwie muss ich da rauf, so wie es ausschaut. Also da ist jetzt auf jeden Fall der Sonnensteig. Genau, geht zur Spitze des Sonnensteigs. Machen wir das doch einmal. Ach scheiße. Da. Wo schon? Okay. Ja, pass auf. Ja gut, na, es geht noch. Hammer. Lebt der ohne noch? Nee. Da ist irgendwer oben, ne? So. Da ist auf jeden Fall nur mal dieser Grauhabicht. Oh, noch höher. Ja, wer bist du denn? Hi. Du bist besser im Jagen als ich. Ich werde malen, solange ihre Geister noch da sind. Es werden wohl noch mehr kommen. Ja, es kommen immer neue Maschinen. Ihre Geister finden neue Körper, doch wir leben nur als Erinnerung weiter. Und deshalb auch die Malerei.
Ein Denkmal für unsere Schamanen. Für die Weisheit, die die Kaja uns nahmen. Das Maschinenöl macht die Farbe haltbar. Und so erhalten wir auch die Erinnerung an sie. Ich danke dir, Jägerin. Okay. Ah, die Vögel, weiß ich noch, die waren damals irgendwie nerviger, aber vielleicht lag es daran, weil ich vielleicht noch nicht vom Level so hoch war. Also, ist eh krass. Müsste ich eigentlich mal nachschauen, mit was für einem Level da mal dieses Spiel durchzockt worden ist. Da haben wir sogar gleich diese Metallblume, ne? Metallblume? Nehmen wir mit. Ja, genau, da ist die Blume. Ich wandere einsam wie ein Wolk, die fliegt über Täler und Hügel einher, als ich es plötzlich sah, ein großes Volk. Ein goldenes Osterglockenmeer, neben dem See und neben der Wiese, flatternd und tanzend in der Brise. So endlos wie die Sterne scheinen und funkeln hoch am Himmelszelt, erstreckten sich die langen Reihen am Rand der Bucht entlang am Feld. 10.000 konnte ich erblicken, tanzende Blüten, die munter nicken. Funktion war. Warum nicht? Ah. Wieder schnell runter auch irgendwie. Nö. Ah, da sieht man mal jetzt halt auch mal ein bisschen so dieses ganze Gebiet hier. Ah, schaut schon gut aus. Mit diesen Bergen, ne? Einfach gut. Einfach gut. So. Aber leider. Boah. Kommen wir doch nicht so leicht runter. Sei denn, hier gibt's noch irgendwas. Nö. Okay, dann müssen wir wohl wieder den klassischen Weg nehmen und zwar zu Fuß nach unten. Weil. Ist doch ein bisschen zu hoch zum Springen. Ciao. Aber so ein Herz haben wir immer noch nicht, ne? Von so einem Stürmer. Zum Glück sind die nicht so schwer zu erlegen. Ha, ist halt einmal ein bisschen so eine Sache, wie gerade der Loot droppt, ne? Oh, na, Feuer, die brauchen wir jetzt nicht sammeln. Wir müssen uns da echt leider ein bisschen zurückhalten. Das hebe ich mir für später auf. Was das Looten angeht, weil sonst sind unsere Taschen halt gleich wieder voll. Ich glaube, ich kann es sogar gar nicht mehr verbessern, oder? Herstellen. Na, nicht Outfits, sondern. Tragekapazität. Oder geht das nochmal? Waffenbeutel, Trankbeutel. Köcher, okay. Nee. Das andere ist leider schon komplett fertig. Braucht man dafür eigentlich nur? Macht man? Vielleicht? Die alles erhöhen können, ne? Jetzt brauchen wir nur Kaninchenknochen. Die Frage ist jetzt nur. Waffen kann man natürlich auch nochmal modifizieren. Jetzt haben wir da jetzt sogar schon was Besseres. Handhabung 12. Schaden plus 44. Ja, das ist eigentlich gerade das Beste. Das macht mir Feuerschaden an, oder? Ah, das ist natürlich schon gut. 43. Na, dann haben wir bis jetzt echt das Beste drauf, ne? Na gut. Also, wir können es jetzt nur mal verbessern. Guck mal, auf 60 gibt es. Ach ja, stimmt. Wir haben ja nur Fertigkeiten. Da glaube ich, können wir noch ein bisschen boosten, ne? Hier. Erhöht Ressourceninventarplätze um 20%. Ah, auf den sparen wir noch. Auf den sparen wir noch. So, da haben wir den nächsten Tempel. Hier wollte die Utaru sich verabschieden. Oh, shit. Schnappmäuler.
der Gegner in Luft. Oder auch nicht. Er geht gleich in die Luft. Das war's. Sehr schön. Ja, gut getarnt, aber ich habe euch schon gesehen gehabt. Ich habe euch schon gesehen. So. Erst immer mit normalen Pfeilen schießen, ist immer besser. Gut, Rhea. Als wir bei der Befreiung den Käfigen entkamen, lief ich über diese Lichtung und dachte, sie sei hinter mir. Ich lief weiter, aber sie blieb hier. Danke, dass ich durch dich zurückkehren konnte. Ich will nicht drängeln, aber sicher ist es hier nicht. Ich verstehe. Ich tat das schon mal in Wachträumen. Im Teich finde ich ein Armband mit Samen, das sie verlor. Die Samen sind frei, keimen auf, alles wächst. Die Erinnerung an sie geht in den Dschungel über. Ich will ihr sagen, dass ich hier starb und zur Fremden im eigenen Land wurde und dass sie noch lebt mit jeder Aussaat, jedem Regen, jeder Ernte. Was ist das? Da! Ihr Armband! Und ich dachte, sie sei hinter mir. Doch es ist nur mein Spiegelbild. Willst du allein sein? Zum ersten Mal bin ich's. Hm. Tja, aber dein Helm oder dein, wie soll man sagen, dein Haupt? Ich weiß nicht, du schaust da aus, als ob du gerade irgendwie einen Todesstern zerstören willst. Also, mit deiner Schminke und so. Hm. Naja. Okay, das war jetzt der zweite Schein. Jetzt haben wir noch einen. Der ist natürlich am weitesten weg. Also wir nehmen so viele Nebenmissionen mit, was geht, ne? Also, das muss da sein. Übrigens ist euch dieses Detail schon mal auffallen. Jetzt sieht man die Aloy ein bisschen von links, ne? Wenn ich jetzt sehr weit darüber gehe, jetzt ist sie plötzlich rechts, ne? So läuft es aber jetzt immer nur rechts. Jetzt muss ich erstmal wieder gescheit darüber gehen. Und jetzt ist sie wieder links. Bildschirm. Also, da merkt man erstmal, dass das ist so ein kleines Detail, das fällt mir heute auch schon wieder auf. Das finde ich cool. Obwohl ich eigentlich schon eher so der Fan bin, der was eher so gern von links sieht, die Figur, statt von rechts. Ich weiß nicht, mir kommt das so vor, als ob ich da irgendwie immer mehr das sehen darf. Obwohl es eigentlich ja Blödsinn ist, ne? Aber weiß ich nicht. Wie geht's euch damit? Also, am allerbesten ist natürlich eigentlich direkt von. Direkt in der Mitte. Ah, cool. Ah. Ah, jetzt hat's so. Ah, weiß ich nicht, schwierig. Irgendwie kommt es so vor, als ob ich nicht so ganz die Kontrolle dann habe über die. Ah, gut. Das täuscht wahrscheinlich einfach nur. So mittig war's cool. Also, da hinten ist jetzt der letzte Schrein, ne? Ein paar Wichte. Schön. Und ich glaube, ich muss eins weiter, ne? Diese Schnappmäuler. Also es geht schon, ist kein Stress, aber... Hm.
Na denn. Hab ich dich. Explodieren irgendwie nicht mehr. Das wird dir. Ja, Mr. Druckeneis. Na, komm schon. Ja, jetzt können wir nicht mehr schreiben. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, da hätte ich gar nicht hin müssen. Ups. Okay, jetzt nehmen wir es aber auch schon mit, ne? Das zeige ich. Ich will mir ja auch wieder daher verkaufen, wenn es war. So. Sollen ja nicht umsonst gestorben sein. Bisschen nur finanziell bereichern, du. So, jetzt braucht man aber vielleicht doch mal wieder ein bisschen. Es war blöd, wenn uns das ausgeht. Das Holz, ne? Aber ich glaube, da haben wir schon noch einiges. Ja, da 1600. Und normale Pfeile auch noch. So, sehr schön. Also darüber müssen wir. Königsschrein, da bin ich jetzt mal gespannt, hey. Wo der ist. So. Dann muss ich einfach darüber gehen. Wow, echt jetzt? Da wo ich gerade war. Lagerfeuer beeindeckt, ich weiß bloß nicht wo. Ah, hier. Das hält sehr schön, sehr schön. Okay. Habe dir. Ja, servus, dankeschön. Salutieren gleich. Ja. Stramme Soldaten hier. Salute. Das ist Kaja-Gebiet, Fremde. Okay, dann halt nicht. Du aber, oder? Super. Du auch? Ah, du machst das eh schon. Passt. Da gibt's aber bestimmt auch gleich noch irgendeinen Kniff, ne? Vielleicht muss ich da noch irgendwas machen. Vielleicht darf ich noch gar nicht zu dem schreien. Dann werden wir gleich sehen. Es muss der Königsschrein sein. Von es war für den verrückten Sonnenkönig. Ah. Das ist ein Denkmal, kein Privat. Da kommst du nicht rein. Der vertrocknete Robenträger sorgt dafür. Ich bin sehr überzeugend. Aber was will ein Osaram überhaupt in einem Kaja-Schrein? Erinnert mich an jemand. Einen Verstorbenen. Aber was weiß ein Mädchen wie du schon von Verlust? Einiges. Mehr als am Mund. Er baute Denkmäler für ihren König. Und dann gab er ihnen auch noch eine Vorstellung in ihrem Sonnenring. Die Karcha haben mir seine Knochen gegeben, aber was soll ich damit? Sie bauen nicht mehr. Sie lachen nicht mehr mit mir. Und die Statue des Sonnenkönigs macht das? Ich will seine Arbeit nochmal sehen.
die Spuren seiner Hände. Am Stein und am Metall. Das ist seine Seele. Doch dieser verdorrte alte Priester lässt mich nicht rein. Ich tue, was ich kann. Schauen wir mal. Gott, wie der schon ausschaut. Hallo? Kehre um, Kind. Der beständige Jahamin will in seiner Zuflucht allein sein. Wenn du allein sein willst, geh woanders hin. Manche wollen hier beten. Entweihen, meinst du? Nur eine weitere Beschmutzung des einstmals Reinen. Fürwahr, unser Stamm verlor das Licht. Unser König ist falsch, der Tempel korrupt und die Soldaten schwach. Die Sonne hastet durch den Tag aus Scham. Boah, okay. Die Kaja wurden also unrein? Was meinst du denn damit? Ist Meridian nicht für seine Erbauer bestimmt, die es groß machten? Es war rein, bevor fremde Siedler es übernahmen. War Meridian also rein, als die Fremden in Käfigen starben oder in der Arena? Die Sonne ist rein, Kind. Es kommt uns nicht zu, den göttlichen Willen zu hinterfragen. Wir führen ihn nur aus. Der Tempel ist verdorben. Du nennst den Tempel korrupt, aber gehörst du nicht dazu? Sie nennen sich Sonnenpriester, aber sie sind zu weich. Alles nur Kinder und Speichellecker. Und wer sein ganzes Leben lang im Dienst der Sonne stand, wird beschämt und ignoriert. Das ist es also? Schmollen? Ein Wutanfall? Du weißt nichts von unseren Bräuchen und wagst es, mich zu beleidigen. Na, das machst du schon selber. Ich dachte, Avards Krönung war der Wille der Sonne. Er hat seinen Vater entehrt. Entehrte uns alle. Einen Sonnenkönig töten. Wie viel Schatten, wie viel Dämmerung er über uns brachte. Und wie viele hätte der Sonnenkönig noch getötet, wenn Avard nicht gewesen wäre? Die Sonne rief nach Blut. Und wir hatten ihr zu gehorchen. Oh Gott, labert der Bullshit. Warum hältst du die Armee für schwach? Weil sie keinen Krieg gegen alle führt? Ein Karja-Thron, der sich auf dreckige Söldner verlässt, das ist grotesk. Die sogenannte Befreiung war eine Säuberung. Unsere besten Krieger wurden aus der Stadt verbannt, nach Sonnenfall oder in den verbotenen Westen. Der Stamm ist zerrissen. Die einst im Licht wandelten, sind jetzt im Schatten. Doch alle außer dir sind froh, dass sie weg sind. Eben. Der ist halt ein kleines bockiges Kind, ne? Ich will nicht mehr streiten. Bleib oder geh, aber verwehre niemandem mehr den Zutritt. Ich bin hier durch den Willen der Sonne. Ja, du hast hier keine Autorität. Du glaubst nicht an den Thron, die Priester, die Armee oder die Stadt. Dann hast du hier wohl keine Autorität. Ich habe die Autorität der Sonne. Dann muss sie dir helfen. Niemand sonst wird's tun. Ihr werdet bezahlen. Bestimmt nicht bei dir. Tja. Ich sage dir, was mir gefällt. Jetzt geht er, ne? Naja, schau mir nur. alle Kinder sind jetzt wieder hier. Was und das hat dein Geliebter gemacht? Das ist genau wie sie. Viel zu weich. Hey. Er leistete die beste Arbeit seines Lebens. Und sieh es dir an. Sie verschandelten es. Sie hassen, wofür es stand. Sie verschandelten das, wofür Sklaven lebten und starben. Sklaven, an die niemand mehr denkt. Kurzsichtige Bastarde allesamt. Wenn ihre Sonne von der Brücke springt, springen sie hinterher. Ach. Vielen Dank. Du hast meinen Wunsch erfüllt. Ich hoffe, du findest Frieden. Ach, ich wüsste nicht, was ich damit soll. Ebenso wenig wie die Karja. Ich habe zwei kräftige Aussagen. Okay, dann haben wir diese Quest auch gemacht. Ist doch super. Jetzt haben wir noch...
Okay, zu dem sollte man jetzt zurückkehren. Naja, wir haben ja nur ein bisschen was zum Tor. Ich würde sagen, das nächste wäre ja jetzt Ödlicht, ne? Ja. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge nach Ödlicht gehen. Da steht übrigens, das mag ich euch bloß mal kurz sagen, ne, da steht jetzt gerade Hauptquest Stufe 19. Ne? Stufe 19. Und Nebenquest Stufe 12. Ja? Und ich bin heute einfach Stufe 27. Nur damit ihr es wisst. Aber wir werden das nächste Mal jetzt halt, nach Ödlicht gehen. Und dann werden wir mal schauen, wie es da weitergeht. Na, das gehört dann zu der Jägerloge dazu. Erfahren wir dann aber in der nächsten Folge. Von dem her sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. HBGD.